Und damit herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Video, zu diesem kleinen Nostalgie-Rückblick auf die Punch-Out 3. Wobei es hier eher so ein bisschen um die Nostalgie für euch geht, denn ich persönlich habe noch nie in meinem Leben die Punch-Out-Spiele gespielt. Ich habe immer nur davon gehört, durch Smash, Little Mac und so weiter, aber ich kam nie in Berührung damit. Ich wollte mir eigentlich ein bisschen was für dieses Video oder für die Sammlung holen, aber die Punch-Out-Spiele sind gar nicht so einfach zu bekommen und tatsächlich relativ teuer bis auf eins. Und ich habe mir jetzt vor kurzer Zeit in den Streams mal mit euch den Spaß gemacht, habe mir Punch-Out für den NES gegeben, dann Super Punch-Out und dann am Ende eben auch Punch-Out für die Wii. Und wie jetzt genau meine Erfahrung war, das werde ich euch gleich berichten. Aber bevor wir da erstmal zu kommen, erstmal ganz kurz, wie ist überhaupt die Geschichte von Punch-Out? Und wie kommt es, dass irgendwie alle immer einen Little Mac von Smash kennen, aber ganz wenige tatsächlich Punch-Out gespielt haben? Punch-Out ist eine von vielen Nintendo-Reihen, die ihren Ursprung auf den Arcade-Automaten fanden. Vor 38 Jahren wurde Little Mac geboren, wobei, naja, genau genommen spielte man im Original aus dem Jahre 1984 erst einmal einen Kämpfer, der Little Mac schon ähnlich sah, aber erst im NES-Port, den die meisten von euch kennen werden, namens Mike Tysons Punch-Out, wurde der Charakter offiziell unter seinem heutigen aus Smash Bros. Bekannten Namen vorgestellt, Little Mac. Wer mit dem NES-Teil eingestiegen ist, den wird es interessieren, dass im Arcade-Original tatsächlich noch einiges anders war. Aber erstmal von vorne. Punch-Out ist ein Boxspiel, klar. Man will die Rangliste nach oben klettern, fordert so natürlich Gegner heraus, die höher platziert sind als man selbst und kann so je 3 Circuits gewinnen, bis man am Ende der Champ ist. Unser Trainer unterstützt uns dabei natürlich der gute Doc Lewis. Wir fangen klein an, müssen uns mit Glass Joe messen, bevor wir dann von Kaiser, den Piston Honda oder im Major Circuit dann Gegnern wie King Hippo, Don Flamenco oder meinem Hassgegner, dem Great Tiger, die Kauleiste gerade biegen dürfen oder fair biegen am besten. Im World Circuit erwarten uns dann natürlich noch stärkere oder auch gewieftere Gegner. Naja, und am Ende, das dürfte bei dem Namen des Spiels keine Überraschung sein, dürfen wir sogar den Traumkampf gegen Mike Tyson angehen. Wenn du es bis dahin schaffst, denn Punch-Out ist echt nicht ohne. Dabei ist es an sich sehr simpel, wirkt aber erst überfordernd. Man kann je nach Knopf auf einer Seite einen Hieb zum Körper geben oder einen Punch ins Gesicht austeilen. Blocken oder Ausweichen sind deine defensiven Manöver, ja und auch wenn es das war, so gibt es da noch deine Lebensleiste und auch deine Ausdauerherzen. Man kennt es ja auch aus dem Boxen, dass man eben nicht möchte, dass die Schläge oft daneben gehen oder geblockt werden, weil das anstrengend ist auf Dauer. Und eben auf diese Weise möchtest auch du nicht auf die Deckung des Gegners hauen. Das kostet dich Energie und bist du dann außer Puste, kannst du eine kurze Weile nur ausweichen und musst dich erstmal sammeln. Klingt doch alles recht einfach, verdaulich, oder? Ist es auch. Man kommt echt super in das Spiel rein. Nur ja, die Schwierigkeit von Punch-Out entsteht halt durch die individuellen Muster deiner Gegner. Der eine haut ab und zu einen Jab, den du dann gemütlich in einer Richtung oder nach hinten ausweichen kannst. Dann kannst du einen Konterschlag landen, der Gegner ist dann gestunt und du haust richtig drauf dann. Dann aber wird er irgendwann wilder und haut auch einen Uppercut. Diesem kann man dann nicht auf der Schlagseite ausweichen, sondern muss in Richtung des Manövers ausweichen. Wird ein Gegner in Bedrängnis gebracht, greift er auch gerne mal auf Spezialattacken zurück. Diese sind komplexer, schneller oder wilder und brauchen oft eine spezielle Taktik, um nicht extrem viel Schaden zu kassieren. All das braucht Erfahrung mit dem Gegner. Man lernt, wird besser und weicht so immer präziser und eleganter den Angriffen aus, kontert selber und haut dem Widersacher zu Boden. Geht einer von euch auf die Matte? Dann kann man wieder aufstehen, wenn es denn klappt und solange man nicht dreimal pro Runde die Fliesen geknutscht hat. Die Gegner sind hierbei sehr klischeehaft gestaltet, aber dadurch auch sehr unterhaltsam und kämpfen alle mit ihrem eigenen Stil. Das fiel mir besonders gut auf und es hat immer echt Spaß gemacht, jedem Gegner mit seinen Kniffen, seiner Taktik und dem individuellen Rhythmus zu studieren und besser zu werden. Es gibt auch Gegner, die einen besonderen Kniff haben oder eine, ich sag mal, andere Art, den Kampf für sich zu entscheiden. Als ich das Spiel gespielt habe, ich war tatsächlich sehr überrascht, wie gut mir dieses Spiel gefallen hat. Punch-Out hat richtig Spaß gemacht und ich muss da tatsächlich sagen, ich bin da immer ganz schnell dabei, Souls-Spiele mit in meine, so reinzubringen in die Videos, ne? Aber ich habe tatsächlich Souls gefühlt bei diesem Ganzen. Beziehungsweise dieses Mindset, das man eben braucht. Dass man sich nicht von einer Niederlage unterbringen lässt, sondern man geht zum Gegner rein, man kriegt erstmal auf die Fresse, selbst beim ersten, und dann muss man besser werden. Dann lernt man das Spiel und dann lernt man den Gegner sich auszugucken.
Und man braucht dieses Mindset bei den Punch-Out-Spielen tatsächlich. Man darf sich nicht davon entmutigen lassen, genau wie ein guter Boxer, ein guter Kampfsportler. Wenn man auch mal auf die Fresse kriegt, da muss man halt weitermachen, man muss daraus lernen und an sich arbeiten und dann wird das auch schon. Und das hat echt Spaß gemacht. Spielerisch kommt man halt echt gut rein. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß an den Punch-Out-Spielen empfinde. So ging mir das jedenfalls beim NES-Teil. Als ich dann Super Punch-Out gespielt habe, aber dazu kommen wir dann gleich. Erstmal ganz kurz, wie war das jetzt genau mit Super Punch-Out und der Geschichte? Nachdem Mike Tysons Punch-Out und die drei anderen Versionen im Kern Arcade-Spiele waren, sollte dann aber später Super Punch-Out ein richtiges für Konsole optimiertes Videospiel werden. Es sieht deutlich besser aus, die ikonische Musik vom NES wurde aufgepäppelt und es spielt sich flüssiger. Aber nicht unbedingt leichter. Man findet aber auch hier echt schnell wieder rein, wenn man das Original gespielt hat. Bis auf den Unterschied, dass es keine Runden gibt, sondern man 3 Minuten Zeit hat und den Super Punch spielt, ja, den gibt's, aber es spielt sich eigentlich sonst auch echt identisch. Und dieser Super Punch ist by the way eine super Sache. Man wird belohnt, wenn man besonders präzise Konter setzt. Ach jo, man kann kontern. Ist aber riskant. Oder wenn man Schwachstellen clever ausnutzt. Mit diesem Supermeter kann man dann besonders starke Angriffe starten. Aber die sind dann auch langsamer und man muss genau timen, wann man sie startet. Aber nicht treffen lassen, solange man den Powerstern trägt, ansonsten verschwindet diese Power wieder. Es ist einfach ein geniales Risk-and-Reward-System, welches das Gameplay würzig erweitert. Die Gegner sind teils alte Bekannte, aber auch neue Gesichter. Aber alle sind sie Arschgesichter. Denn diese Penner mogeln. Anspucken, Tritte oder gemeine Kopfnüsse. Es sind an sich nur Special-Attacken, aber man fühlt sich schon echt hops genommen erstmal. Aber bleib einfach konzentriert. Und dann wirst auch du hier durch die 4 Circles und zu den beiden bösen Brüdern durchgelangen. Ich muss tatsächlich sagen, ich konnte wirklich nahtlos übergehen. Ich konnte direkt von Punch-Out direkt zu Super Punch-Out gehen. Und ich habe einfach weitergemacht. Ich habe neue Gegner kennengelernt, es sah natürlich besser aus, aber auch hier, es hat direkt wieder Spaß gemacht. Und ich war weiterhin wirklich überrascht, wie viel Spaß mir dieses Spiel gemacht hat. Und um es einfach direkt vorwegzunehmen, das war beim Wii-Teil dann gleich genauso. Ich werde euch auch gleich ganz kurz erzählen, wie das jetzt mit dem Wii-Teil genau war. Aber auch hier, also alle drei diese Spiele, die Leute haben mir das auch wirklich angemerkt. Ich habe die Spiele gespielt, ich konnte nicht aufhören, ich habe immer weiter gespielt. Klar, ich hatte eigentlich einen Zeitplan an dem Tag und deshalb musste ich irgendwann das Spiel wechseln. Aber ich wollte eigentlich gar nicht. Und wir haben dann später, am nächsten Tag, haben wir Punch-Out direkt weitergespielt. Und ich habe dann geguckt, wie weit ich noch so kommen kann. Und dann habe ich ja auch offstream noch weiter gespielt, habe dann ehrlich gesagt auch so ein paar kleine Cheats benutzt, weil ich das ganze Spiel sehen wollte. Weil ich halt auch gucken wollte, was kommt noch so und mir die stärksten Gegner am Ende angucken wollte. Und die sind teilweise echt schwer, Alter. Aber auch selbst in davor schon. Also teilweise habe ich echt ganz schön aufs Maul bekommen, aber ich habe halt einfach weitergemacht und es hat halt echt Spaß gemacht. Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt insgesamt in der Punch-Out-Reihe jetzt vielleicht ungefähr 10 Stunden Spielzeit für alle diese Spiele drauf habe, habe ich diese 10 Stunden übelst genossen und ich kann das wirklich, wirklich empfehlen. Ich hätte nicht gedacht, dass Punch-Out mir so viel Spaß macht. Nach den beiden Mario-Fußball-Erfolgshits hatte sich Next Level Games einen Namen gemacht und hat dann auch hier mit dem mehr oder weniger, naja, Remake vom NES-Spiel einen super Job gemacht. Die Musik, die Optik, das Gameplay, alles wurde modernisiert, behält aber den Kern des Spiels bei. Ich kam sofort wieder rein. Erneut gab es kleine Änderungen, zum Beispiel, dass man sich erholen konnte, während der Gegner am Boden liegt. Aber dieser Teil ist deutlich leichter als die beiden Vorgänger und ist damit wahrscheinlich auch mehr so auf den Casual ja, abgezielt, weil die anderen waren schon echt schwer und man brauchte dieses gewisse Grindset, um halt immer besser zu werden und sich von einer Niederlage eben nicht abschrecken zu lassen. Man steckt hier aber mehr ein, man wird nicht so hart bestraft und hat viele Kontermöglichkeiten. Auch echt heftige Moves aus dem NES wurden hier vereinfacht, wie zum Beispiel der Supermove von diesem dummen Tigermagier da. Aber das dürften einigen auch eher zusagen. Denn wie gesagt, die Spiele vor dem Wii-Ableger forderten echt gute Reflexe und viel Durchhaltevermögen. Teilweise war es echt richtig, richtig krass, wie gut du Schläge lesen musstest, weil du fast keine Zeit hattest, darauf zu reagieren. Aber das soll nicht heißen, dass dieser Teil jetzt einfach ist. Nur nicht halt so bockschwer. Außer man will es. Also als Champion kann man auch zurücktreten und in diesem Epilog noch einmal 10 Gegner in Folge herausfordern, für die 100% des Spiels. Ja, viel Erfolg, ne? Da ist übrigens auch Donkey Kong als geheimer Gegner integriert am Ende, der euch aber mal ordentlich das Gehirn durcheinander wirbelt. Dieses Spiel ist mit viel Hingabe entwickelt worden. Das spürt man nicht nur an der Technik, sondern vor allem auch an diesen lustigen Dialogen und an diesen richtig tollen Animationen.
Für damalige Zeiten waren die tatsächlich richtig Next Level. Und die Gesichtszüge und alles. Man merkt einfach den gewissen Charme und den Witz des Spiels. Durch das ganze Spiel durch. Aua! Wo bist du denn? Mami! Aua! Weiter geht's! Oh. Weiter geht's! Ihr müsst halt für euch wissen, ob das was für euch ist. Auf jeden Fall einen Blick auf die Spiele werfen lohnt sich bei allen dreien. Ich kann alle drei Spiele empfehlen, je nachdem, ob man halt auf total Retro steht, eher das etwas Neuere wie auf dem Super Nintendo oder halt die modernste Fassung. Es ist auf jeden Fall in allen Punkten einfach die schönste, die beste Fassung von dem Ganzen. Man kann aber auch den Retro-Blick werfen. Wie gesagt, ich war sehr überrascht, wie viel Spaß ich mit der Panzer-3 hatte. Also, dicke Empfehlung, guckt gerne mal rein. Aber nicht zu schnell frustriert sein, dranbleiben. Und dann legt ihr die aufs Korn. Ich hoffe, dieser kleine Nostalgie-Rückblick über eine Reihe, die viele von euch wahrscheinlich gar nicht richtig kannten, hat euch gefallen. Wenn ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und ja, checkt mich doch gerne auf Instagram, OnlyFans oder so aus. Letzteres kann ich nicht verlinken, aber ich denke mal, ihr findet mich, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja, mit dem nächsten Video. Ne? Euer Tim sagt tschüss, haut rein. Hey, great work, Mac. Now let's take down the next circuit. Quick feet, Mac. Work 'em, Mac. Work 'em. Left, right. Left, right. That's it, baby. Keep it up, Mac. Keep it up.